Ja, es gibt hier in dem Dungeon nämlich. Es gibt so eine Dinge. Da kannst du Anwenden drücken. Und jetzt hast du auf deine 1-Taste. Ich drücke jetzt nur die 1, okay? Hast du eine Rotation drin? Jetzt usest du dir immer die Tasten, die gerade so passen, je nachdem, was gerade aktiv ist, ne? Also drückst du im Endeffekt nur noch eine Taste am Ende. Ist es halt wirklich hart auf Mobile Games ausgelegt. Ich bleibe mal hier drinnen stehen. Schon sehr auf Mobile Games ausgelegt. Was halt okay ist. Weil das ist ja auch Crossplay. Konsole und so weiter. Das Einzige, was du dann, glaube ich, nur noch drücken musst, wenn du hier drauf gehst. Sind deine anderen Fähigkeiten. Also das sind so deine Basics. Und dann musst du halt deine großen CDs noch selber usen. Und ich meine, das, was ich jetzt hier habe, ja, mit den Fähigkeiten, gibt es ja auch in WoW. Na, ich war vorhin auch schon so, ein bisschen weird, aber dann meint jemand, jo, das gibt's auch in WoW. Du kannst ja in WoW ja auch ein Tastenmakro machen. Richtig? Also so viel anders ist es eigentlich nicht. Was genau ist das hier? Okay, das ist einfach nur Pumperfähigkeit. Also, es ist nur in WoW schwieriger zu machen, ne? Und ich bin mir sicher, wenn WoW anbieten würde, sagen wir, WoW würde sagen, jo, hier ist ein vorgefertigtes Makro für jeden. Ne, mit einer Basic-Rotation, du musst nur noch eine Taste drücken. Ich kann dir garantieren, eine Menge Spieler, wirklich eine Menge Spieler, die vor allem so Casuals, die nur Solo-Content spielen. Na, alleine Transmog Farm und was weiß ich, oder Delve später auch und sowas. Oder nur HC-Dungeon machen. Die Leute würden das nutzen. Definitiv. Und da natürlich macht man sich ein bisschen drüber lustig, dass man so eine Rotationstaste hat, aber eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Dodge nix, wir executen ihn jetzt. Und dann ist halt das Ding, es gibt auch gar nicht so viel zu farmen. Also es gibt jetzt nicht Open World irgendwie viele Gebiete, wo du Mobs farmen kannst. Weil alles begrenzt ist. Also es bringt dir nichts, Open World Mobs zu töten oder so. Das sieht bei so jetzt ziemlich cool aus, finde ich. Weil die Mobs auch gar nichts droppen. Also es gibt keine Drops in dem Sinne. Es ist alles gecapped auf Daily Loot und so. Wenn du zum Beispiel eine Quest machst, ja, und du musst von der Quest, sagen wir, 5 Stoff sammeln von Mobs, die droppen, dann musst du nur die Mobs töten und du sammelst automatisch diese Drops ein. Es ist halt alles so ausgelegt, dass es so entspannt wie möglich für Mobile ist. Was halt, wie gesagt, okay ist. Ja. Da hat er kein Problem. So, was sagen, dieses automatische Ding, habe ich das Gefühl, ich mache weniger Schaden damit. Mit der Hilfestellung, wie es hier genannt wird. Ich sehe schon, WoW zittert von Tarisland. Na, das ist gar keine Konkurrenz. Also 0,0 Konkurrenz. Aber ich sag, wie es ist, wenn es mein WoW Mobile geben würde, würde es genauso aussehen. Genauso. Alles sehr vereinfacht mit Daily Dingern und so. Weil es hat ja einen Grund, wieso das so begrenzt ist. Ne? Wieso das so vereinfacht ist.
wieso es Daily Caps gibt und so weiter. Weil du damit am meisten Geld machst. Ne? Stell mal vor bei WoW. Stell dich mal vor, in World of Warcraft könntest du jeden Tag dreimal eine Heroic-Dungeon-Belohnung bekommen. Nur dreimal, mehr nicht. Außer, du zahlst 5 Euro am Tag. Und dann könntest du 6 Belohnungen bekommen. Was meinst du, wie viele Leute diese 5 Euro zahlen würden? Nur als Beispiel jetzt. Ne? Natürlich mit anderen Belohnungen und so dann. Also ich mache auf jeden Fall mehr Schaden, wenn ich nicht das Ding aktiviere. Guck mal, ich mache viel mit DPS jetzt ohne die Automatisierung. Ich denke nicht, dass sie sich lohnt. Ich denke, auf Mobile wird sie sich schon lohnen, weil du auf Mobile dieses Movement und so nicht hast und deine Knöpfe viel, viel mehr reinspammen musst, ne? Hilf mir! Die müssen mich raushauen. Bitte, bitte. Niemand haut mich raus. Help! Ich bin immer noch hier drinne. Danke. Dabei wird es eigentlich angezeigt, bitte helfe deinem Teammate, der ist gefangen. Ah, ich glaube, ich hätte mir meine Ulti aufheben sollen für den Endboss, ne? Das ist eben das Problem, Modern Gaming, gibt so viele Leute, denen Geld einfach egal ist, immer alles zahlen. Ja, aber das ist dann deren Entscheidung, ne? Aber klar, wenn zum Beispiel ein Videospiel, dann ist halt immer so das Ding, Leute dann sagen immer, dann kaufst du doch einfach nicht. Ja, wenn irgendwas Neues rauskommt, zum Beispiel Vorbesteller-Modus, dass du eine Woche früher spielen kannst. Ne? Das ist entstanden, weil die Videospielentwickler gemerkt haben, die Leute kaufen es. Und das wird halt immer extremer werden. Irgendwann wird es so weit kommen, dass du irgendwie einen Monat früher spielen kannst, wenn du es vorbestellst. Ne? Also du kriegst im Endeffekt immer schlechteren Service für weniger Geld. Right. Leute, eigentlich musst du selber Spieleentwickler werden, ey. So, und die leeren Dämon noch weg. Das Spiel ist 360 Megabyte groß. Du musst noch danach was runterladen. Ich glaube, es ist größer. Du musst noch runterladen hier. Diese 360 Megabyte ist nur der Launcher, glaube ich. Ich glaube, es war größer tatsächlich. Genau, Spieleentwickler sehr wenig lukrativ, ja. Spieleentwickler sind komplett unterbezahlt in der Industrie. Also extrem unterbezahlt. Aber was ist, wenn du ein Solo-Dev bist und das heftigste Mobile-Pay-to-Win-Game machst? So ein Idle-Game irgendwie? Setze dich 2 Jahre hin und baust das heftigste Mobile-Pay-to-Win-Game. Ja, es geht ja nicht darum, dass du jetzt in der freien Wirtschaft ein Game Dev bist. Aber ich habe gesehen, ja, es gibt manche Gacha-Games, die sind nicht hart gemacht. So eine billigen Gacha-Games, irgendwie, keine Ahnung, hier Pixel Hero Idle Game oder irgendwie sowas, ne? Und die Leute stecken da tausende von Euro rein, obwohl es einfach so ein billiges Mobile-Game ist, ohne Gameplay. Ah,
Ja, ist schon verrückt teilweise. Das Game sieht so schlecht aus. Ich habe auch, also grafikmäßig muss man sagen, ich habe es extrem runtergestellt, die Grafik. Ich glaube, ich bin auf der niedrigsten Grafik gerade. Okay, ich habe meine Ultimate, die mache ich gleich, wenn der Boss wieder frei ist. Hauen wir mal rein. Ich kann einmal meine... Da ist einer. Ich stacke mal meine Rage hoch. Das sehen wir in der Mitte hier. So, Rage ist komplett hochgestackt. Und wenn der jetzt frei wird... Wird's frei, ja, ne? Ja, ich mal durch. Dann ziehe ich alle meine Cooldowns gleich und pump den komplett weg, den Boss. Jetzt. Holy Uhr! Oh, unser Heiler ist gestorben. Das Ding ist, dieser Boss hat eine Mechanik. Eine Mechanik, der spawnt in der Mitte diese Bälle. Und die musst du dodgen. Ja, wenn du die nicht dodgst, bist du dead. Und das sehen halt so wenige. Wie immer bei diesem Boss wegsterben. Weil wenn du wipen, bin ich raus hier. Du musst eigentlich nur diese Bälle dodgen. Oh, ich bin dead. Jetzt kommt die Bombe runter. Ja klar, als SAP-Berater oder so verdienst du viel mehr, klar. Ja. Diese Mechanik war zu viel anscheinend. Wiederbeleben? Geht nicht. Ich weiß, ob der Tank sich gut gegenhealen kann und den alleine weghauen. Was ich aber cool finde im Game, dass du automatische Übersetzung hast, ne? Game Dev ist ekelhaft, ja. Definitiv.